Wir sind heute noch einmal zu Gast in Göfis beim Projekt Schauplatz Obst und Garten. Entstanden aus privatem Interesse ist es mittlerweile zu einer Gemeindeinitiative geworden. Insgesamt 15.000 Quadratmeter wurden in den letzten Jahren bepflanzt mit Blumen, Stauden und Gräsern sowie über 100 Hochstammobstbäumen. Es ist ein Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn Menschen gemeinsam initiativ werden. Biologe Markus Grabherr, Helmut Sonderegger von Schauplatz Obst und Garten und Kollege Martin Hartmann stehen beim Vereinshaus im Dorfkern. Dort, wo früher ein wilder Parkplatz den Boden aufgerissen hat, blüht und summt es heute. Markus Grabherr begann gerade zu erzählen, wie man aus einem toten Rasenfeld eine lebendige Blühwiese macht. Mit einfach nicht mehr mähen ist das oft noch nicht ganz getan. Und hier knüpft Martin Hartmann im Gespräch mit Markus Grabherr an. Also, was man dann früher gesagt hat, ja, kein Flerkle, das unbewachsen ist, stimmt in der Form nicht. Nein, die offenen Böden sind eigentlich die Voraussetzung, damit die Blumen keimen können. In einem geschlossenen Rasen, wo das Gräs ein dichter Wasser, ein dichter Rasen bildet, keimt man keine Blumen, Gänseblümle wachsen. Aber wenn ich jetzt Flockenblumen will, wenn ich die Vielfalt will, die wir jetzt da in Göfis vor Augen haben, brauche ich Stellen wie offener Boden. Ich kann radikal dahinter gehen, könnte den Rasen umfräsen, das umbrechen, so geht. Das wird zum Teil auch gemacht. Wenn ich das nicht tun will, brauche ich einen längeren Atem, aber auch das hilft, indem ich immer wieder, wenn einmal Müsdings sind, Maulwurfdings sind, auf der offenen Fläche ein paar Blumensamen ausbringe, die keimen mit der Zeit und damit kriege ich von Jahr zu Jahr eine größere Artenvielfalt im Garten. Das sieht man jetzt im Radio leider nicht, aber da schwirren ja jede Menge kleine Bienen umeinander. Also die kleinen Insekten, die da fliegen, das sind ja Wildbienen, die für die Bestäubung mindestens so wichtig sind wie die Honigbiene. Und die profitieren von solchen Strukturen ganz enorm. Und im Hintergrund hört man da eigentlich ein typisches Samstagnachmittagsgeräusch, ein Rasenmäher. Das ist so gerne ein von Hand geschobener solcher. Wenn man sowas macht, Rasenmäher-Roboter kann überhaupt nicht. Ja, das ist ganz ein klares No-Go, wenn man Blühvielfalt haben will. Dann muss man die Pflanzen einfach zum Blühen kommen und auch natürlich zum Versäumen kommen. Und das braucht natürlich Zeit. Jede Pflanze hat da ihren Zeitrahmen. Und Rasenmäher, da ist das 14-Tage-Rhythmus mindestens, also wenn er schön glatt sein soll, vorgeschrieben von irgendjemandem. Also das brauchen wir da alles nicht. Wir sehen dann auch später noch eine Wiese, die früher Rasen gemäht worden ist und die jetzt eine ganz respektable, schöne Wiese mit einer ganz ansprechenden Blühvielfalt schon ist, obwohl man da überhaupt nichts tun hat. Also nur gemäht, zweimal im Jahr gemäht, oder? Das ist das Entscheidende. Und dann können die Pflanzen eben zum Blühen und zum Versäumen kommen und dann entwickelt sich das wunderbar. Nochmal zurück kurz zur Landwirtschaft. Das, was Sie angesprochen haben, der Graber mit der Blühstreife. Wenn man es verkürzt darstellen will, könnte man sagen, es gibt so viele Vorschriften, wo Bauern erfüllen müssen, ja, zur Vorschrift am Blühstreife. Solche Vorschriften gibt es übrigens schon im Fördersystem, im Ölpool, in der Ackerfläche, gewisse sogenannte Biodiversitätsfläche. Die erfüllen oft nicht den Zweck, den man gerne hätte, weil das oft sehr nährstoffreiche Standards sind, die halt weniger häufig gemäht werden oder nur einmal im Jahr gemäht werden. Aber eigentlich genau das dann nicht bringen, dann haben wir genau das gleiche Problem wie in der Rasenfläche. Ich habe einen Haufen Nährstoff da, einen Überschuss an Nährstoff. Und wenn ich einen Überschuss an Nährstoff habe, wachsen einige wenige Pflanzen, vor allem Gräser, vielleicht einen Klee oder einen Löwenzahn. Aber keine Blumen, die andere Arten werden dadurch alle verdrängt. Also das auch so können sogenannte Biodiversitätsflächen ausschauen, die gefördert werden. Also was es braucht, sind echte, wirksame Flächen. Und das sind bei uns halt einmal die nährstoffarmen Flächen, weil wir generell einen Nährstoffüberschuss haben. Und das sind Sonderstandorte, trockene Böden oder umgekehrt auch besonders nasse Böden, wo aber diese Wirtschaftsgräser nicht wachsen können und vor allem aber auch magere Böden und dem fehlt es ein bisschen. Da pflückt jetzt eine Biene, die hört offenbar in den Füßen, dreht hier ein Stück Blatt um. Mhm.
Also das ist eine Wildbiene und im Gegensatz zu unserer Honigbiene sind die meisten Wildbienen sogenannte Solitärbienen. Also sie leben nicht immer im Schwarm, im Staat, sondern sie bauen einzelne Löcher in entweder im Boden oder in Totholz. Und da gibt es einige hundert verschiedene Arten bei uns. Und das ist jetzt offensichtlich eine Blattschneiderbiene gewesen, ist hier sie gerade nochmal, ja, da fliegt sie wieder, die in ihren Nährstoff den Teil von der Pflanze einbringt und kleidet damit das Nährstoff und dort lädt sie das Ei rein und auch die Nahrung für die Jungbiene, also für die Larve, nämlich der Pollen und zum Teil auch Nektar, je nach Art. Und da entwickelt sich die Larve und im nächsten Jahr sollte eine neue Generation Bienen schlüpfen. Und das Blatt braucht sie für was? Das ist eine gute Frage. Nahrung für die Larve, also für die Jungbiene. Es gibt verschiedenste, also wir haben ein paar hundert Wildbienenarten. Es gibt wirklich Wildbienen. Die Frühlingsseidenbiene zum Beispiel, die haben viele von uns schon gesehen. Das ist eine der ersten Wildbienen, die im Frühjahr kommt. Die gibt es vielleicht da auch, möglicherweise. Und da lernt Männchen nur ein paar Tage. Zwiebeln lernen vielleicht 3 Wochen. Dann bauen sie wieder ein neues Loch, legen ihr ein und damit ist die Biene schon wieder passé. Okay. Herr Sonderegger, wenn es jetzt so blüht im Dorf, haben Sie Probleme damit, dass jetzt auf einmal Leute kommen und sagen, da sind unsere Blumensträuße, die nehmen wir jetzt mit? Oh, das Beispiel haben wir schon erlebt, dass man eine Frau hat einfach einen Strauß da pflücken wollen, allerdings ein klein größerer Strauß. Und da muss man natürlich schon sagen, Vorsicht, also 2-3 Blumen, das ist völlig okay, aber ein richtiger, ein dicker, fetter Muttertagsblumenstrauß, das ist halt immer schwierig. Weil man da natürlich einfach wieder Vermehrungspotenzial von der Blume will einmal wegnimmt. Solange es noch jetzt in dieser, sagen wir es einmal so, im Gesamtag sehr Bescheidenheit von der Menge blüht. Oder? Mhm. Also im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Fläche von früher sind wir jetzt natürlich da noch relativ kleinräumig und klein dimensioniert auf dem Werk. Es ist wie, wenn man irgendwo sagen tät, eine Mundgröße bei der Bär, oder? So zum einmal naschen und zum probieren, aber nicht zum Kilo Marmelade machen. Okay, gut. So ist es auch da. Was ist das da jetzt? Das ist eine Tollkirsche. Ist die? Okay. Die hat sich auch irgendwo daher, sagen wir es nicht geschwindelt, aber sie ist einfach dahergekommen. Wir sind froh, dass sie da ist. Weil sie, also wir haben sie nicht gesagt, die ist nicht im Samenprogramm drin gewesen. Aber die macht jetzt da ganz eine nette Ergänzung und ist natürlich auf der Blüte her für Hummler vor allem sicher interessant. Kleine Glöckele, so ganz dunkel violett. Ja. Ziemlich giftig. Ha? Ziemlich giftig ist die Tolkien. Ja, also nicht in die Wiese. Ja, manche tun es absichtlich. Verursacht ein bisschen Rauschzustände. So viel sollte man nicht erwischen. Meint Biologe Markus Grabherr. Er führt gemeinsam mit Harald Sonderegger von der Initiative Schauplatz Obst und Garten durch die blühenden Flächen in Göfis. Farbige Inseln im ansonsten oftmals Einheitsgrün der Rasen- und Futterwiesenflächen. Sattgrün bedeutet meist wenig Leben. Gibt es im Land noch genug so Inseln oder hat man teilweise schon das Problem, dass die Inseln, die es gibt, so wie auseinanderliegend, dass es die Insekten oder je nachdem Pflanze oder Tiere nicht mehr schaffen, von Insel zu Insel zu kommen? Also die Verinselung der Landschaft ist ein altes Naturschutzproblem. Es gibt allerdings inzwischen ja in vielen Gemeinden das Bestreben, wieder naturnahe Flächen zu schaffen. Und es gäbe noch ein großes Potenzial, wenn man die ganzen Dammböschungen, die ganzen also Bahn, Hochwasserschutzdämme, zum Teil auch breite Straßen, Böschungen, die vielleicht jetzt nicht direkt an der Autobahn liegen, aber ein bisschen entfernt. Wenn man die entsprechend pflegen täte, hätte man eigentlich eine enorme Flächengröße in Summe, die man aufwerten könnte. Sehr oft müsste man eigentlich nur die Pflege umstellen. Nämlich anstatt mit einem Schlägelmulcher das ganze Pflanzenmaterial zusammenhäckseln und liegen lassen, mehr und es wegnehmen. Ist natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden, es sind höhere Kosten die Folge. Aber damit würde mittel- bis langfristig sehr viele Flächen, die jetzt niemandem was nützen, die nur Arbeit machen, zu arterischer Fläche machen. Und
da bemüht man sich schon ein bisschen mit der Verantwortlichen, aber das scheitert dann oft an der Kapazität, personell und finanziell. Weil mit der Maschine durchfahren, die das einfach zusammenhäckselt und legen lässt, da ist es schneller getan, als wenn ich mähe und das Material mitnehme. Das ist insofern natürlich auch kontraproduktiv, wenn das Material liegen bleibt. Dann fettet es natürlich den Standort wieder auf. Und damit sind wir wieder am Anfang. Also es ist nicht immer billiger zum Artenvielfalt herstellen, wie ihr ganz am Anfang seht. Am Anfang wahrscheinlich nicht. Also ich muss, wenn ich so Flächen neu anlege, auch ein bisschen intensiver dazu schauen. Aber wenn das gut funktioniert, wird es im Laufe der Zeit immer weniger Arbeit. Also in den ersten Jahren muss ich vielleicht intensiver dazuschauen und auch das ausrupfen, was ich nicht mag, was verselkau ist, was vielleicht problematisch ist. Aber wenn sich so mal eingespielt hat, wenn sich ein Gleichgewicht entwickelt hat, im Idealfall muss ich dann eigentlich nur noch höher gehen im Prinzip. Und damit haut sich's. Höher deswegen natürlich, weil damit natürlich auch die Sömer, die da vorhanden sind, den ausfallen können und damit natürlich die Blumenpopulation erhalten bleibt. Es ist das gleiche Problem, wenn man Rasen mäht, kann nichts kann. Wenn man Straßenränder nach Programm abmäht, dann ist natürlich genauso nichts möglich, oder? Also das ist schon eine Frage, wenn man den richtigen Zeitpunkt für diese Pflege auswählt. Und da könnte man dann gleich auch den Handmähkurs dranhängen. Mit der Sägers, ja. Ja, genau. Sensor-Mähkurs. Wir machen einen in Göfis und das ist natürlich die ideale Form, wie man solche Wiese mähen kann. Weil man erstens natürlich hoch, da kann man nicht mähen, wenn das Gräs 15 cm hoch ist, dann haut das nicht so gut, als wenn die Helme ausgeriefert sind. Wir sehen ja da jetzt auf der früheren Vereinshauswiese, wo man Rasen gemäht hat, alle 3-4 Wochen. Da sieht man jetzt schon ganz eine passable Vielfalt an Gräsern, die aber jetzt auch wachsen dürfen. Das ist einfach wichtig, dass man diesen Pflegeschnitt zum richtigen Zeitpunkt dann einfach auch durchführt. Und so als Faustregel, den schneiden, wenn das verblüht ist, wo man gerne hätte, dass es weitergeht? Wenn es am Versömen ist. Normalerweise ist es so, dass die Sömer ja eigentlich auch eine gewisse Nachreifqualität haben. Also wenn sie noch nicht jetzt an der Blüte selber fix fertig reif sind, wenn man die Blüte einfach liegen lässt, den Reif des der Sommer, dann sollte man da eine Notreifung machen, sie, glaube ich. Nachreife mit dem Trockner werden sie reif im Prinzip. Sie den richtig reif und dann tut man es einmal wenden. Wir haben das da mal bei unserer Versuchswiese gemacht. Und dann muss man natürlich das entsamte Heu natürlich abführen, weil man sonst wieder einen Nährstoffeintrag hat, oder? Und das wollen wir gerne, wir wollen ja die Böden abmagern, damit die Blumen ein besseres Substrat kriegen. Das, was sie eigentlich gern mögen, über Magerwiese. Daumen mal Pi, kann man da als letzte Frage kann man sagen, wie lange das geht, etwa, bis sie so weit sind? Oder hängt das ganz ab vom Ausgangszustand? Das hängt sehr stark ab vom Ausgangszustand. Erstens, wie ist der Boden aufgebaut? Wenn ich eine starke Humusschicht habe, geht es viel länger, als wenn ich so eine dünne Humusschicht habe. Wie viel ist vorher gedüngt worden? Was ist es für ein Boden? Ist es also eher ein Dorfboden gewesen? Dann tue ich mir ganz schwer. Am leichtesten geht es natürlich auf sandig, kiesigen Boden, der schnell abtrocknet, wo wenig Humus drin ist. Dann geht es am flottesten, dass ich Vielfalt herbringe. Okay, dann gehen wir weiter. So, man hört es im Hintergrund, wir sind in der Nähe von der Kirche, ganz in der Nähe von der Schule auch, vor einer Streuobstwiese, die, was, so wie es ausschaut, hätte es sie fast nicht mehr gegeben, aber sie kommt wieder. Sie kommt wieder, wir haben jetzt mittlerweile auf der Wiese 15, 16 Hochstammöpfel, da sind Birnen noch dabei, aber neu gepflanzt. Und damit ist das natürlich eine absolut enkeltaugliche Maßnahme. Und in Summe haben wir auf dem ganzen Schauplatz Fläche haben wir etwa 80 Obstbäume. Und davon sind es etwa circa 60 verschiedene Sorten. Also wir haben immer geschaut, dass wir eine mögliche Sortenvielfalt da haben. So, und das haben wir, glaube ich, jetzt so relativ bald im Abschluss. Also viel mehr hat jetzt noch mal Platz. Und was passiert mit dem Obst?
Das Obst wird natürlich gesammelt. Das tun wir mit der Schulklasse, von der Volksschule. Da haben wir Sammler und machen daraus einen Saft, einen Apfelsaft für die gesunde Jause, für die Schule. Und was natürlich darüber draussehe, Obst anfällt, so wie letztes Jahr, da muss natürlich auch in Bag-in-Box abfüllen, das macht der OGV und stellt es dann nachher sozusagen den Konsumenten zur Verfügung. Direkt vor Ort im Bugo oder im Zentrum von Göfis. Der Obstgarten im Prinzip ist auch ein gutes Beispiel für die Richtlinien, die Sie sich auferlegt haben mit Ihrem Projekt. Man hat vor circa 20, 25 Jahren hat man vom Land aus eigentlich eine Streuobstinitiative gestartet, mit dem Ziel, dass man diese immer mehr abgehenden und entfernten Hochstammbäume, die einfach zu unserer Landschaft, zu unserer Kulturlandschaft eigentlich dazugehören, dass das weggeht, sondern dass man das wieder eher fördert und aufbaut. Die Hochstammbäume sind natürlich vielfältig nützlich. Sie haben erstens einmal einen tollen Blühaspekt. Das ist das, was der Meisterlüt im Frühjahr, im April natürlich auffällt und wo sie Gaude haben. Aber sie haben natürlich auch Früchte. Und das ist das Entscheidende, dass man diese Früchte auch verwertet. Das ist das, was wir von der Natur an Nutzen zurückkriegen. Und da seht ihr mir ganz bewusst auch einen kleinen Kontrapunkt gegen die Lebensmittelindustrie. Also wir machen da wirklich das, was uns die Natur da vor Ort gibt, machen wir das verfügbar und dann es konservieren und können es auch nachher entsprechend genießen im Vergleich zur Lebensmittelindustrie. Ja. Und es ist schon immer darum gegangen, zum nicht bloß überspitzt gesagt, Blümle pflanzen und die dann zum Anlagen, sondern man soll auch was tun damit. Die Blümle sind natürlich vor allem als Ersatz gedacht für das, was die Landwirtschaft im großflächigen Bereich natürlich nur mehr bieten kann. Durch die 5- bis 6-malige Maat, da können natürlich keine Blumen mehr wachsen. Das ist noch der Löwenzahn und der Hanenfuß, der eine kleine Chance hat am Anfang. Und nachher wird es immer schnell zurückgemäht und gemäht, abgemäht und geerntet. Und damit haben Blumen natürlich überhaupt keine Chance. Und das wäre für uns einfach so eine kleine Antwort auf dieses Problem, das wir ja in letzter Zeit ganz gewaltig feststellen, nämlich das Insektensterben, der dramatische Rückgang von der Artenvielfalt, sowohl Tiere als auch Pflanzen. Eine kleine Möglichkeit, zum ein bisschen etwas dagegen tun. Meint ein hörbar glücklicher Helmut Sonderegger von der Initiative Schauplatz Obst und Garten in Göfis.